wie dieser Geldmarkt-ETF, auch genannt ISTA-ETF, eigentlich aufgebaut ist, was da drin steckt. Der Index selbst ist aus meiner Sicht super langweilig. Er besteht eben nur aus Zinsen. Soll ja so sein. Genau. Am Tag 1 nimmt er jetzt mal ein Indexniveau von 100 an und dann wird jeden Tag wird der aktuelle Zins, der ändert sich täglich minimal, auf diese 100 angewendet. Und das eben jeden Tag dann auch wieder mit Zinseszinsen logischerweise in Tag 2 und Tag 3. Wir haben in dem Fonds, das ist bei vielen synthetischen Fonds ebenso, ein Trägerportfolio. Und dieses Trägerportfolio besteht im Fall jetzt des geldmarktnahen ETFs aus Anleihen, hauptsächlich die Staatsanleihen. Und dann gibt es einen Swap, das ist ein Tauschgeschäft mit einer Bank, meistens einer Investmentbank. Und dieses Tauschgeschäft macht Folgendes. Es bringt die Wertentwicklung des ESTA-Index rein und nimmt aus dem ETF die Wertentwicklung der Anleihen raus, sodass der ETF dann als Endergebnis die Wertentwicklung des ESTA-Index hat.